Das da ist der Startbildschirm von Nimbus. Hier unten ist die Leiste mit Nimbus, Chats, Anrufen, Nachrichten und Einstellungen. Das da hier sind meine Kontakte. Die farbigen sind wie immer online und die schwarz-weißen Kontakte offline. Wenn hier oben kann ich nach Kontakten suchen. Da ist da, hier kann ich mein Profil ändern, meine Away-Nachricht ändern und hier meinen Status ändern und ausloggen. Und hier kann ich meinen Namen und mein Profilbild ändern. Und wenn ich hier hier auf den Nimbus-Account gehe, kann ich hier Foto schicken, Nachrichten schreiben, anrufen und chatten und seine Away-Nachricht sehen. Und wenn ich hier auf irgendeinen anderen Kontakt gehe, dann kann ich hier nur Fotos schicken und chatten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen anchatte, hier kann ist alles, was ich bisher geschrieben habe mit denen. Das geht aber sehr schnell auf die Geschwindigkeit, wenn hier oben zu viele Nachrichten stehen. Deswegen lösche ich die immer. Und wenn ich hier kann ich jetzt irgendwas schreiben, zum Beispiel Hi senden. Und dann steht es dann hier. Und dann kommt es hier auch auf den Mac. Okay, und wenn ich hier kann ich auch, warte. Hier kann ich auch einen anrufen. Dann klingelt er hier halt und dann ende ich jetzt mal den Anruf. Ich habe eh kein Mikrofon angerufen. Und jetzt seit dem Update vor kurzem kann man jetzt hier auch Nimbus Out benutzen. Das ist sowas wie Skype, wo man halt jede Nummer aus dem Festnetz und aus dem Handynetz anrufen kann. Und hier, wenn ich jetzt drauf gehe, kann ich hier Skype Out, Nimbus Out und irgendwas SIP. Und dann hier kann ich mir Nimbus Credits kaufen und halt die Preise sehen. Und wenn ich hier auf Wähle eine Nummer, dann kann ich hier irgendeine Nummer wählen. Und da oben sehe ich halt mein Dollar Guthaben. Wenn ich hier auf Nachrichten gehe, dann kann ich hier Eingang, gesendet Dateien. Ich gehe auf Eingang, dann habe ich hier irgendein Foto mal bekommen. Dann lädt er das hier halt und dann wird Datei wird heruntergeladen und dann hier ist ja ein Foto, das mir jemand geschickt hat. Hier unten auf dem Symbol kann ich das speichern, das Foto, so dass es in meiner Fotomediathek drin ist. Und hier unten unter Einstellungen kann ich hier meine Kontakte nach Accounts gruppieren oder nur Online-Kontakte anzeigen. Und hier kann ich Bild drehen, also wenn ich das ausmache, dann dreht sich das Bild nicht mehr. Hier Push Notifications, das klappt auch. Bis zu eine Stunde lang bleibe ich dann online und wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, dann bekomme ich halt eine Push Notification. Das klappt bei allen bei allen Diensten, nur bei Skype nicht. Und hier bei Accounts kann ich halt noch meine Accounts selber noch hinzufügen. Das sind alle die es auch auf dem PC gibt, bis auf Skype, das gibt es nur auf dem Mobile Devices. Hier unter Sounds kann ich halt noch meine neue Chat-Nachricht und so weiter. Vibration geht natürlich nur bei iPhone. Und ja, okay, das war's mit der App und wir kommen zum Fazit. Also was uns ganz besonders gut bei Nimbus gefällt, ist, dass man halt mit seinem einzig erstellten eigenen einzelnen Account von überall, also von einem Handy, von einem Freund, der das drauf installiert hat, von einem iPod, wo das installiert ist oder einem iPhone, wo das installiert ist und auch von jedem PC, wo es nicht installiert ist, drauf zugreifen kann auf seine Chatdaten, wenn man zum Beispiel mal einen Schüleraustausch hat und dann bei seinem Freund in Frankreich ist zum Beispiel oder so, will man ja nicht dem seinen PC zumüllen, nur um mit seinen Freunden zu Hause zu chatten, geht man einfach auf die Seite, meldet sich an und hat sofort alle seine Kontakte von MSN und hier und da und halt alles, was es so gibt. Ja, was ist nicht so gut? Also, erstmal auf dem iPod und auf dem iPhone. Die Software hat einen kleinen Haken, nämlich seit dem letzten Software-Update kommt am Anfang jetzt immer so TXT-connected und das hängt sich halt manchmal auf und braucht Ewigkeiten, also das war in der letzten Version besser gelöst. Ja, also. Der Vorteil ist halt, es ist wirklich super sauber aufgeräumt.
Also kein irgendwie voll zu spammender Bildschirm, den man da vor sich hat. Ja, ja. Und was auch noch scheiße ist, dass Skype leider nur auf den Mobile Devices funktioniert und nicht auf den PCs, was ein bisschen schwach ist, aber wenn man den Entwicklern Glauben schenkt, was sie auf ihrer Webseite schreiben, dann kommt das ziemlich bald nach. Was ich auch scheiße finde, ist, dass nicht alles unterstützt wird, was die anderen Sachen so bieten. Zum Beispiel könnte man in ICQ normalerweise auch telefonieren und Daten rumschicken, also wirklich ganze Gigabyte große Spiele könnte man über ICQ normalerweise verschicken, was jetzt in Nimbus zum Beispiel nicht geht. Aber das sind halt Sachen, die man in Kauf nehmen muss. Dafür ist es kostenlos. Ladet es euch. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen ciao. Apps for All wurde präsentiert von touchnews.square7.ch, deiner Seite für News, Reviews, Tutorials und noch viel mehr rund um den iPod Touch. Blub. Blub. Senkt manchmal irgendwie. Okay, hier ist jetzt mein, ist alles, was ich bisher geschrieben habe. Wir kommen zum Fazit. Das darfst du jetzt noch sagen. Okay, wir kommen zum Fazit. Ciao.